Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Sitz Honor 2. Und ich werde gerade schon mehr gesucht. Wie bitte? Hier, da hinten springen. Und. Ja. Also, das war jetzt mal ein super Anfang. Eine super Folge. Ich hab's im Gespür. Ja, aber der Berg wird hier langsam ein bisschen übersichtlicher. Ich glaube, ich gehe einfach rein, weil ist wenn nicht immer Lob. Hast eh keine Chance gegen uns. Ja, ist ja gut. Oh, verdammt nochmal. Gibt's denn noch irgendwas? Mal hier durch. Vielleicht finden wir noch was. Wo versteckst du dich? Den brauchen wir nicht. Ja, ich versteck mich. Wo hat mich jetzt irgendwer gesehen? Das will ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Ich versteck mich um der Ecke. Nur der Wind. Ja, ich beug mich jetzt nicht nach rechts, um zu gucken, wo der ist. Ich hoffe mal, er läuft die Treppe wieder runter. Oder er geht einfach durch die Tür. So, mir recht sein. So, Brief an Laura. Laura, erklär mir doch nicht mein Geschäft. Meine Familie spielt dieses Spiel schon lange genug und ich bin nicht allein. Ich arbeite mit ein paar Freunden an Flugblättern gegen Emily Cordwyn und ihre verfluchten kaiserlichen Schutzherren. Lady Brumbly nennt ihr Werk Bastardtochter. Das sollte bei Hof für Unterhaltung sorgen. Nathan Betterbridge ist mit Strafverfolgung von Corvo Atano fast fertig. Ich überlege, mein eigenes Flugblatt sollte das Parlament herrschen? Ein bescheidener Vorschlag zu nennen. Ja, ich weiß, sie ist die Kaiserin, aber selbst die muss sich unter dem Gewicht beugen, dem wir alle dass wir ihr aufbürgen werden. Erst die Oberschicht von Dunwall, dann das Parlament und zum Schluss die anderen Inseln. Du kannst davon ausgehen, Anfang des kommenden Monats dieses Werk überall an den Wänden der Hauptstadt zu sehen. Und falls du unterwegs bist, kannst du sie in der Bokwa, Alba, Kanaka, Kolkeni und Yarrow zu sehen. Ich habe überall Freunde, Laura. Vergiss das nie. Boyle. So, dann gehe ich mal die Treppe runter. Mal gucken, ob da. Ja, da ist noch einer. Ah, okay. Oh, zwei. Ich glaube das heute nicht. Ich bin am Schleichen. Ihr seht mich nicht. Schleichen. Safe, der offen ist, nichts drin. Was drin? Leichter Beutel. Was ist hier drin? Drei Münzen. Und eine Pistole, aber ich habe ja volle Munition. Glas, Münzen.
Ja, okay. Hier ist nicht viel drin. So, ich speichere mal. Aber ich weiß jetzt nicht, was noch kommen wird. Ist noch irgendwas? Ne. Durchspielen. Okay, da ist einer. Wenn ich da jetzt durchplatze, dann fickt er mich ja sofort. Oh, hier sind noch Tresore. Okay, alle. Da ist einer. Da ist auch einer. Hier oben war auch noch einer. Den will ich erstmal ruhig stellen. Wenn er das von oben sieht, dann greift dann wahrscheinlich sehr schnell ein. Was war denn? Prävention. Ah, ich dachte, da wäre was. So. Ich probier's. Das ist Emily Caldwin! Und komm, schau. Ah, nein, nicht so hart. Und. Jawohl, geht doch. So, ihr seid beide gestolpert. Ganz klar. Ach du Scheiße, was machen die denn hier? Körperuntersuchung. Delilah und der Herzog haben nicht den subtilsten Attentäter. So. Okay, da steht einer, aber er sollte mich nicht so schnell bemerken. Zu lange gedrückt. Okay, dann schaue ich mal über die Brücke. Okay. Was war das? Nichts. Das war nichts. Ich kann mich jetzt auch in den Müllcontainer verstecken, aber ich warte lieber ab. Wohl doch nichts. Ich weiß nicht, ob der eine Typ da noch steht. Ich würde sagen, scheiß drauf. Gleich. Ich mach's nochmal anders. Ich gehe nur aus dem Haus raus, aber von hinten rum. Da, wo ich hergekommen bin, da war ja auch noch ein Weg. Verarbeitetes Walöl. Dunkles Brot. Um Energie wieder zu kriegen. Aber die Mutzen auch hier mit drin machen. So. Ist da ein Name? Nee. War nur ein Rohr. Ich suche mit dir. Okay. Drei laufen weg. Okay, vier. Moment. Ja, okay, der ist noch da. Schau mich hier um. Was da zum Schiff hin, da ist es schon. Versuch mal hier drauf zu bringen. Was? Ich frag mich, wer das war.
Und hier ist nichts. Sagt keiner was gesehen. Okay, hier ist keiner. Ah, ich versuche. Lieber einen Weg zu finden, der oben rumgeht. Und die mich nicht so schnell entdecken. Wasser füllen und dann dürfte das eigentlich kein Problem werden. So, Schatz kommt. Geronimo! Hui! Ne? Keiner sieht mich. Sehr gut. Oh, falscher Knopf. Leiter. Bin hier, um den Schutzherrn zu warnen. Oh, hey, hier drüben! Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... Eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaka, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Ja, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.